Ja, und damit herzlich willkommen zu GTA 3. Spielen wir einfach mal, würde ich sagen. Und die Ladezeiten sind ja extrem schnell wegen Next Gen und so. Deswegen, so, jetzt geht's aber gleich los. Gangster von Komplizen, die er liebt, verraten. Gericht befindet Räuber einstimmig für schuldig. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Genau, ja, so beginnt GTA 3. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Und damit beginnt das Spiel, dass wir erstmal fahren dürfen, weil unser Kollege hier keine Hände hat oder irgendwie sowas in der Art. Ja, ich dachte mir, ich spiele das Spiel mal, weil es ist einfach. Das ist einfach eins der GTAs, die ich noch nicht gespielt habe. Und ich hatte mal wieder Bock irgendwie. Außerdem ist das keine PSP-Distribution oder wie nennt man das? Sodass ich sogar den rechten Stick benutzen kann. Aber der ist leider gerade invertiert. Deswegen muss ich das hier so mal ändern. Breitwand, was ist das denn? Egal, einfach mal aktivieren. So, ist bestimmt gut. Jetzt muss ich gucken. Steuerung. Ach so, doch, klar. Hier wollte ich. Kann ich denn ausschalten, dass der. Einen Moment. Vibration muss ich kurz einschalten. Was macht mehr Sinn? Das erste. Ja, das ist schon gut. Aber ich würde gern invertieren. Wo geht das? Bitte. Einen Moment. Ja. Ja, das. Okay, das kann man nicht machen. Das ist ja schon super. Fängt gut an. Na egal, kann man sich dran gewöhnen, weil man kann während des Laufens die Kamera nicht verändern. Das heißt, das läuft sich eigentlich so wie in früheren GTAs. Und jetzt fahren wir erstmal weg, denn wie sonst werden wir ja gefasst. Das wollen wir ja gar nicht. So, ich muss gerade mal leiser machen. Und weil wir uns ja auskennen in der Stadt, kann man hier perfekt schon überall so ein paar Passanten umfahren. Aber die Polizei ist sowieso nicht auf den Fersen, von daher fällt nicht auf.
Ja, also wer meine bisherigen Let's Plays zu GTA-Spielen geguckt hat, der wird schon erkennen, das ist das Liberty City aus GTA, Liberty City Stories. Ursprünglich war, glaube ich, GTA 3 wirklich das erste Spiel, wo Liberty City vorkam. Ich bin mir eigentlich nicht ganz sicher, ob es nicht schon in GTA 1 oder 2 drin war. Ich habe keine Ahnung, weil die Spiele habe ich nämlich noch nicht gespielt. Ich bin hier falsch abgebogen, beziehungsweise gerade ausgefahren. So, jetzt muss ich gerade mal... Na, gleich sind wir hier und dann werde ich gleich restliche Dinge bereden. Geht's hier rein? Mal kurz gucken. Das mit der Kamera ist ein bisschen blöd, aber egal. So. Hallo. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Okay. Hey, lila Strumpfhosen. Geil. Okay, also übliche Spielweise, man kann speichern, man kann ein Fahrzeug parken. Die Leute, die GTA kennen, die werden sich das da wahrscheinlich schon denken. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Ja. So ist das immer bei einem Ausbruch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geplant war, dass der unser Charakter hier ausgebrochen ist. Ich kenne noch nicht mal den Namen. So läuft das eben. Du brichst aus, wirst von irgendwem mitgenommen und kriegst direkt einen Job, ohne dass du überhaupt weißt, wer du bist. Ob du gefährlich bist oder so, aber das wird ja bestimmt nicht so sein. Du warst ja nur bei einem Gefangenen. Also du warst auf jeden Fall im Gefängnis. Und so schnell kriegt man eine Mission. Ist das nicht toll? Mensch, wäre doch so alles... Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Say hello to 8-Ball, ladies. 8-Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Ja. So, ich habe irgendwie gar keine Zeit gehabt, irgendwelche Einleitungen zu geben oder so, aber im Grunde, für mich spielt es sich so wie ein bereits dagewesenes Spiel, nur mit einer anderen Story und ich weiß nach wie vor nicht, wer wir sind. Ist aber auch scheinbar egal. Ich muss noch mal kurz in die Option, das tut mir wirklich leid. Aber ich muss hier gerade mal die Musik ein bisschen leiser machen. Sonst wird hinterher wieder alles gesperrt. So. Sorry, tut mir echt leid, aber das dient alles nur der maximalen Zuschauer... Nicht Vergewaltigung, nein, Unterhaltung, genau. Die Wörter enden beide mit Ung, deswegen ist das alles ein bisschen verwechslungsbehaftet. Ja, ich habe lange kein Let's Plays aufgenommen. Ich habe irgendwie das letzte LP, Murder Soul Suspect, vor 4 oder 3 Wochen beendet schon. Also ich habe jetzt extrem lange nichts mehr gemacht und das merkt man auch. Das ist wie bei fast allen Sachen, die man gut kann, aber dann eine Weile nicht mehr macht. Man kann sie auf einmal nicht mehr gut. Tja, so ist das Leben. Wenigstens kann ich das Radar lesen. Und diese Missionen sind eigentlich wirklich noch nicht anspruchsvoll, deswegen werde ich die alle durchrattern und vielleicht kriegen wir dann hinter den ersten Mord. Ja. Oder wir kriegen einfach $1,500 für einen Taxijob, das ist natürlich auch gut. Wobei man sagen muss, dass wir als Privatfahrer unterwegs waren und $1,500 als Servicepauschale da... angemessen sind. Denn wenn wir einen Unfall bauen, dann kostet das mehr in der Versicherung, ne? Ja. So. Bevor ich die nächste Mission mache, erstmal speichern gehen. Ich habe das Spiel nämlich neulich schon mal gestartet. Ich habe es mir im PlayStation Store gekauft. Auf der PS3. Und da habe ich das schon mal gestartet. Man muss allerdings natürlich speichern, bevor man hier das Spiel beendet. Das habe ich dann schmerzlich feststellen müssen, aber egal. Das Auto brauchen wir jetzt nicht, das raucht. Und Rauchen ist ungesund, wie wir wissen. Datei 1. Ja. Mein Memo-Stick werde ich auf keinen Fall entfernen. Ist eigentlich auch schon die PS4-Version. Eigentlich ist das GTA 3 Remastered. Ja,
Ihr habt mich erwischt, genau. Gut geraten. Ja, das steht jetzt auch nicht im Titel, weil das wollte ich so ein bisschen geheim halten. Die offizielle Remastered-Version, jetzt von Rockstar überarbeitet, mit neuen brisanten Texturen und einem Baseballschläger, den man auf dem Boden sieht, und einem Auto, das Schrott ist. Und Texturen, die so hoch aufgelöst sind, wie die Schlüpfer deiner Oma. Ja. Wie, das kann man nicht vergleichen. Also, da will ich mich jetzt mal nicht drauf einlassen. Da hole ich mir jetzt lieber noch eine neue Mission. Bevor wir dieses sinnvolle Gespräch weiter fortführen. Ich rede mit mir selber, aber das ist egal. Ich versuche immer, die Kamera zu bewegen. Das ist ein bisschen blöd. Das geht leider nicht beim Laufen. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Ist das nicht eigentlich ein Gefallen, den wir ihm dann tun, wenn wir sein Auto neu anmalen? Nimm dir den Schläger, ja, den habe ich schon. Aber hier liegt jetzt wahrscheinlich auch noch einer rum. Ist ja auch egal. Ach, da hinten. Guck mal, den soll ich mir jetzt nehmen. Ich habe schon vorgesorgt. Eigentlich brauche ich den gar nicht. Benutze die R2-Taste und die L2-Taste, um zwischen Waffen zu wechseln. Okay, das kann ich. Sehr gut. Dann benutzen wir wieder unsere Schrottkarre, denn Autos stehlen ist eigentlich so etwas, was man in GTA nicht machen sollte. Das suggeriert schon der Titel. Ich meine, Grand Theft Auto, das heißt Recht und Ordnung bewahren. So, umgangssprachlich, aber das kann man später nochmal genauer erörtern. Letztendlich sind das hier eigentlich auch gerade nur die ersten Missionen, weswegen ich hier ganz viel Kacke labere. Und seht ihr das eigentlich? Nee, ihr seht das nicht. Manchmal kommen hier so komische, weiß nicht, Geisterbilder. Doch, Ghosting, so nennt man das. Das kennt man eigentlich sonst vom 3D-Bild. Aber das passiert hier gerade irgendwie des Öfteren. Wahrscheinlich, weil es eine emulierte PS2-Version ist. Ich weiß es auch nicht, warum. Verprügeln wir erstmal einen Typen, vielleicht finden wir dann die Antwort. Hi! Wie schlage ich dich? Okay. Hallo? Oh! Na? Oh, er steht auch. Na. Komm jetzt aber mit Füßen und. Wow, yay, das bringt sehr viel. Schlag die Luft, genau. Yo, oh, okay. Ja, jetzt ist er tot. Das heißt, wir nehmen jetzt sein Auto, sprengen es um und dann kann er sich gar nicht mehr darüber freuen, dass sein Auto eine neue Farbe hat. Luigi ist echt ein Idiot. Okay. Aber zumindest ist das Auto besser als unser altes, deswegen, das lässt sich überhaupt nicht lenken. Nein. Okay. Das war keine Absicht gerade. So, ich muss auch wieder klarkommen auf die Spielwelt, weil zuletzt, ich meine, das letzte GTA, das ich gespielt habe, war GTA 5. Da ist das schon so ein bisschen, auch wenn es natürlich die exklusive High-Textured 1080p Remastered-Version ist, da muss man dann natürlich trotzdem einen Schritt zurück machen, ne? Wer holt sich eigentlich GTA 5 auf der PS4? Interessiert. Ach, da unten ist uns vorhin. Ja. Glücklicherweise ist die Stadt genau dieselbe. So. Ja. $1000. Alles klar. Wer holt sich eigentlich GTA 5 auf der PS4? Also ich nicht. Nee, wahrscheinlich erst später, wenn es günstiger wird. Das ist voll das komische Gefühl, jetzt auf einmal Let's Plays aufzunehmen. Echt? Seit 3 Wochen nichts gemacht und es fühlt sich irgendwie mega seltsam an, jetzt mit mir selber zu reden. Der muss ja echt am Ball bleiben, ne? Sonst bist du hinterher. Bist du ganz, ganz schnell mal gehörst zum alten Eisen hier und das wollen wir ja alle nicht, denn so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Jetzt geht's hier lang. Warum müssen wir hier hinfahren? Okay. Das heißt, wir dürfen den Wagen noch nicht mehr behalten. Ich könnte eigentlich jetzt hier drin stehen bleiben und ihm noch eins verpassen. Oder zwei. Oder drei. Das waren jetzt 4. Und dafür kriegen wir $4000.
Perfekt. So. Die Musik ist ein bisschen leiser im Hintergrund. Ich glaube, ich habe automatisch auch die Missionsmusik leiser gemacht. Dadurch, dass ich da Musik reduziert habe. Leider ist es halt nur so, dass ich mir vorstellen kann, dass in GTA 3 auch voll viel lizenzierte Musik und so gebraucht wird. Und das ist dann natürlich relativ behindert, wenn dann YouTube herkommt und sagt, hey, du hast ein 200 Millionen Jahre altes Lied in deinem Video, das zu einem Videospiel gehört, aber das ist dir auch egal. Wir sperren erstmal dein Video, weil wir so geil sind. Drücke R3 und Taximissionen ein. Okay, alles klar. Besorg dir einen Fahrgast. Oh, da ist er schon hier. Wow, das hat ja lang gedauert. So, wo willst du denn hin? Punk-Noodles in Chinatown. Alles klar, dann fahren wir mal dahin, ne? Taxifahren dürfen alles, habe ich gehört. Das heißt auch auf dem Bürgersteig fahren. Und ein bisschen driften auch, weil das Taxi so behindert ist. So, 92 Dollar bitte, danke. Und die Fahrzeugsteuerung ist echt komisch. Voll anders als in Liberty City Stories. Ich meine, hier dreht sich das Auto sofort rum, wenn du einmal zu viel gebremst hast. Rede ich eigentlich zu viel? Das kann ich auch wieder nicht einschätzen. Meine komplette Wahrnehmung hat sich irgendwie wieder zum Normalen verschoben, seit ich keine Videos mehr aufgenommen habe. Und bevor ich mich jetzt gleich noch weiter darüber beschwere, dass ich so lange keine Videos gemacht habe, obwohl das keine Beschwerden waren. Warte, muss der denn hier hin? Wie komme ich da hin? Ach, da. So, warte, schon da. 130 Dollar bitte, alles klar. Warum ist jetzt hier wieder so ein Timer? Habe ich jetzt verloren? Abo, da vorne, Fahrgast. Was? Warum denn beendet? Nur weil ich einen Fahrgast umgebracht habe, oder was? Wo ist die jetzt? Hallo? Ach da, guck mal. Hören Sie, es tut mir wirklich leid. Aber das kommt davon, wenn Sie in meinem Fahrtweg stehen und das ist ja hier eindeutig kein Fußweg. Das gilt auch für Sie, Sir. Und für Sie auch. Und auch für Sie. Und auch für Sie. Und für Sie. Und für... Au, der ist ausgewichen. Und auch für die Wand. Yay. Und auch für den Pauseknopf. So. Dieses exklusive Pausemenü seht ihr jetzt wahrscheinlich öfter. Denn jetzt wird die Pause hier... Nee. Wie heißt das? Folge, genau. Habe ich auch schon wieder vergessen. Wie heißt eigentlich ein Video? Die Folge ist jetzt hier leider vorbei. Das Spiel ist ja schon mal rasant in den Missionsdschungel eingestiegen. Nee, ehrlich gesagt fand ich die ersten Missionen hier gerade ein bisschen komisch und langweilig. Wahrscheinlich, weil ich die vorher schon zweimal gespielt habe. Aber in GTA 3 komme ich jetzt bisher am schlechtesten klar von allen GTAs. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht mal den Namen des Charakters kenne. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Spekulative Vermutungs... Gedanken sind das und von daher könnt ihr jetzt für diese Gedanken eine Bewertung abgeben. Wenn ihr denkt, es waren gute Gedanken, dann gebt einen Daumen nach oben ab. Und wenn ihr denkt, es waren super schlechte Gedanken, dann gebt auch einen Daumen nach oben ab, weil Daumen nach unten sind einfach, die bringen Unglück und ihr wollt ja nicht Unglück haben, oder? Das dachte ich mir, ja, okay. Ja, das rechtfertigt natürlich alles. So. Ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich lese gerade Tagesetat für Polizei. Warum auch immer da jetzt so eine hohe Zahl steht. Egal.